Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, ihr lieben Leute. Da bin ich am Basteltisch wieder und würde gerne irgendwas machen und mir fiel so gar nichts ein. So ein bisschen unmotiviert irgendwie heute. Ja, es ist ein trauriger Tag. Ich wollte eigentlich heute Morgen mit den Hunden in den Begräbniswald und wir arbeiten heute noch mal in dem Buch. Ich habe mir die Zeitung rausgenommen und werde jetzt versuchen, irgendwas zu finden, was wir da verarbeiten können. Wartet mal, wie können wir mal von vorne blättern? Wir suchen uns irgendwas raus. Oh, das sind schöne Sachen hier drin, gell? Das sind schöne Sachen hier drin. Indem wir unsere Schatten und unser Licht zugleich anerkennen, unsere Vielschichtigkeit akzeptieren, öffnen wir uns für den Prozess der Heilung. Selbstheilung, das würde ich gerne schon mal irgendwo reinkleben. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Motiv. Das finde ich auch sehr schön. Oh, sind aber, oh, das sind, das gefällt mir jetzt gut. Ich glaube, die muss ich mal alle rausnehmen. Vielleicht kann ich da was mitmachen. Toll gemacht, ne? Die Seiten sind richtig schön gemacht. Ja, da werde ich mal. Ich möchte gern die Frauen haben und versuchen, da was mitzumachen. Ja, wir wollten eigentlich heute, ich wollte gern zum Friedwald, weil mein Mann heute Geburtstag hätte. Eigentlich würde er heute 66 Jahre alt werden. Und nun, ja, der Heiler in uns. Gucken, ob wir da was von gebrauchen können. Wir suchen uns hier was raus. Können wir hier überschreiben? Der Stress abschaltet, aktiviert die Selbstheilung. Das ist zum Beispiel ein schöner. Warte mal, hier sind so Sprüche drin. Wollen wir mal schauen, ob wir die gebrauchen können? Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Gesundheit konzentrieren und auf alles Schöne, dann verändern sich unser Verhalten, unser Körper in die Richtung Gottfried Keller. Oh, das können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Ja. Ja, und dann war ich wirklich bin um 5 Uhr aufgestanden. Aber es hat geregnet. Und es hat wirklich doll geregnet. Und dann extra in den Friedwalder fahren, also die Fahrt. Da fährst du ja auch erstmal ein ganzes Stück hin. Ja, es ist nicht weit, aber man fährt halt hin, ne? Und ja, dann mit den Hunden durch den Wald stappen und ja, die Hunde würden mitgehen, natürlich würden sie mitgehen, aber ich habe da keine Lust. Und dazu kommt, ich habe leider Gottes, was haben wir denn da mit Heilen? Abenteuer des Heilens. Das ist eine Anzeige. Naja, willkommen, Vertrauen ist eine Oase im Herzen, die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird, der Prophet. Ah, Khalil Gibran. Das sind schöne Bilder, die will ich mir mal aufheben, da will ich noch nicht dran gehen. Na, Essensbilder brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht könnten wir so ein Glas gebrauchen. Wartet mal. So ein Glas. Ich weiß es nicht. Es ist nicht so schön, ne? Margarita, ich weiß nicht mal, wie das gemacht wird. Limette, Minz, Garnieren, Koriander, Chilischote, Agavendirup, Tequila. Ne, mit Tequila mache ich nicht. Habe ich noch nie getrunken. Ich habe überhaupt noch nie solche Drinks gehabt. Kenne ich mich gar nicht mit aus, muss ich zugeben. Das ist schön hier. Das ist schön hier. Das ist schön hier. Toll. Das ist im Süden von Amerika, garantiert. Unten. Blue Ridge Mountains. Erinnert ihr euch an die Blue Ridge Mountains? Wer wohnte in den Blue Ridge Mountains? Die Waltons, richtig. Das ist auch schön hier. Texas. Da hinten, hinter dem anderen Berg, wohnte John Boy mit seiner, ne? Und du wisst ja, die haben den Berg gehabt, Holz und dies und jenes. Ach, New Orleans, ja, kennt man sofort, ne? Und noch nie da gewesen, erkennt man sofort. New Mexico hätte ich jetzt nicht erkannt, das ist ein tolles Bild. Ja, ist ein trauriger Tag für mich. Ich gebe zu, es ist wirklich ein trauriger Tag für mich. Und ich
weiß nicht, was ich noch vielleicht gebrauchen könnte. Das ist auch immer schön, dieses hier. Das können wir auch noch rausnehmen. Farben. Ich glaube, heute geht es beim Einkleben mehr um Farben. Kriegen wir das Heile raus? Nicht wirklich, oder? Ach doch, kriegen wir raus. Guck mal, kriegen wir raus. Ja. Ist da irgendwas dabei vom Symbol her noch, was mir vielleicht... Ja, das ist schön. Solche Sachen liebe ich. Hatte ich das schon mal gesagt, dass ich überall Windchimes habe? Ich habe überall Handy. Mehrfach. Und so Glockenspiel hier, so, ne? Solche Sachen, die hängen überall bei mir. Ich krieg das jetzt... Oh, das ist jetzt ganz weit weggerutscht. Das sollte nicht sofort... Kannst du auf der Zwischenetage wichtig bitte parken? Okay, wir reichen mal sowas schon mal raus. Du bist das Wunder, ist schon mal schön, gell? Dann haben wir hier schöne rote Farbe. Ich habe den Faden verloren, tut mir leid. Ich bin nicht sehr konzentriert, ich bin einfach sehr traurig heute. Und ja, dazu kommt, dass ich leider Zahnschmerzen habe seit letzter Woche schon. Und ich habe sowieso mit dem Zähnen so viel Theater zum Kotzen. Was steht da drauf? Ausblick. Ach, den brauchen wir nicht. Den machen wir weg, den Ausblick. Und ich hatte jetzt letzte Woche Freitag schon oder angerufen. Upsala, wartet mal. Das muss ein bisschen glatt aufliegen, dann schaffen wir das auch. Und da hatten die mir für Donnerstag ein bisschen... Gott im Himmel, jetzt mach es anders. Seht ihr, manchmal ist das widerspenstisch. Jetzt schneiden wir es hier ab. Ist ja nicht so dramatisch. Wir haben eine Schere. Da können wir auch schneiden, bevor wir uns das ganze schöne Papier... Sollte man annehmen. Das liegt daran, das Papier ist so leicht klamm. Es ist klamm. Ich habe die Küche wieder auf, wie immer. Und es kommt ziemlich viel feuchte Luft immer rein. Ja, es ist halt, es ist, wie es ist, gell? Es ist, wie es ist. Manchmal lässt es sich schlecht reißen. Ja, und dann habe ich heute Morgen angerufen, nachdem ich ja nicht mit den Hunden los bin. Ja, und dann muss ich heute Nachmittag, oder darf ich, muss man ja schon sagen, heute Nachmittag los. Aber ich denke, es wird wieder auf den Zahn-OP, also ziehen, muss wieder raus, muss ich wieder zum Chirurgen. Ja, ich lasse das immer beim Chirurgen machen, weil das einfach einfacher ist für mich. Ne? Das, die machen das rucki zucki und man muss sich nicht so quälen lassen und sowas alles. Ne? Das wird nicht besser. Ne? Die machen das ja nichts anders, als die Leute, als die Zähne rausreißen. Ne? So ist es ja ungefähr. Ne? Also ich finde die Farben richtig klasse und die Gesichter, da müssen wir uns dann da was überlegen. Jetzt habe ich den Text zerrissen, aber es war kein Zitat, das war einfach nur so ein Text, das ist nicht so schlimm. Ja, na, das habe ich dann auch noch vor mir. Gut, ist ja noch nicht genug. Ja gut, Begräbniswald, ich gebe das ganz ehrlich zu, ich bin da ganz selten, weil... Da noch irgendein Wort, was wir am Ende sind hier. Warte mal. Am Ende sind wir eins. So, das schreibe ich dahin. Moment. Wo war das? Da. Dass ich das jetzt hier nicht verliere, das ist ja zu klein. Das müssen wir gleich sofort möglichst schnell einkleben, damit wir es nicht verlieren. Ja, das denke ich ja doch, ne? Das denke ich ja doch, dass wir am Ende uns wiedersehen werden, mein Mann und ich und meine ganzen Tiere. Und ich brauche die Sprüche von da nicht, oder? Beide Seiten schön. Indem wir unsere Schatten, was war das hier? Was immer wir nicht bereit sind, werden wir niemals ändern. Ohne Hingabe gibt es kein Ganzsein. Okay, auch gut. Alles gut. So, da werde ich jetzt nur die bunten Seiten einkleben. Weil die einfach wunderschön sind. Und
Das haben wir auch noch und das wollen wir auch unbedingt haben. Gerne machen wir das nochmal. Gut, müssen wir halt gucken, wie wir das hinkriegen. Machen wir mal so. Brauche diese Sprüche gerade nicht, die da zugehörten zu dem Text. Die brauche ich gerade nicht. Also die passen mir nicht so richtig in meinen Kopf heute. So, wollen wir es so sagen. Ne? Die passen mir heute nicht in meinen Kopf. So, ne? Ja, ich habe heute mit meinem neuen Tagebuch angefangen. Ja. Jetzt haben wir hier ganz große Sachen. Und da müssen wir schauen, wo wir überhaupt noch einen Platz finden. Weil wir haben schon sehr, sehr viele Sachen eingeklebt. Upsali, upsi, upsi, upsi. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Hier, guck mal, die Frau würde ich gerne dahin machen. Das wäre doch eine tolle Idee. Okay, ich hole mir mal kurz Klebepapier hoch. Einen Moment, das können wir so hochkant, so kriegen wir hin. Das finde ich toll hier. Ja, das finde ich schön. Dann kann man dann ja, wenn man hat, bei nächster Gelegenheit nochmal Wörter raussuchen oder Sprüche oder so. Ne? Das ist ja nie zu Ende. Da kann man ja noch, da kann man noch ganz, ganz viel unterbringen in diesem Buch. Ich brauche heute Farben. Ja, ich brauche heute Farben. Und ich kann auch gut Gesichter gebrauchen heute, dies würde ich so lassen, auch mit dem Flügel. Das würde ich gern so lassen. Hier haben wir sowas Kleines hier. Was haben wir denn? Hier könnten wir noch was hinmachen. Da haben wir noch sowas Tolles. Warte mal. Muss ich mal schauen. Was ist denn? Das ist schöner für mich. Jetzt mit den Fischen ist zwar toll von Farben, aber ich würde das jetzt ganz, glaube ich, ganz gerne so machen. Müsste ich das halt hier so ein bisschen. Ach, das kann ich drunter klebern. Ach, das ist ja wunderbar. Dann machen wir das. Oder das Gesicht. Das sieht auch schön aus. Ja, wir nehmen das Gesicht. Wir nehmen das Gesicht. Ich glaube, wir fangen mit dem Gesicht an. Ja. Okay. Ja. Ich kann nicht viel erzählen. Das ist einfach so ein Tag, wo ich einfach sehr traurig bin und wo ich sehr alleine bin natürlich. Aber das ist okay. Es ist nicht das Problem. Ne? Normalerweise, wir haben es immer so gemacht, auch als wir noch gearbeitet haben. Ich glaube, das hält nicht auf dem Papier. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mal eben mal andrücken. Vielleicht haben wir Glück und hält gleich doch. Man weiß es nicht. Wir versuchen es. Sonst müssen wir noch mal was nachkleben. Dann haben wir uns immer freigenommen, wisst ihr? So, ne? Haben wir uns immer freigenommen. Dann sind wir ganz, ganz früher sind wir ins Kino gegangen. Das war schön. Ja. Wir haben ja das Kino gehen mit Harry Potter wieder eingeführt bei uns. Ne? Wir sind ja wohl, weiß nicht, 20 Jahre oder noch länger nie im Kino gewesen. Und dann kam Harry Potter und das wollte ich unbedingt gerne sehen. Und dann haben wir wieder angefangen und sind ins Kino gelaufen. Ja, es war schön. Ja, es war schön. Das muss ich schon sagen. Es war sehr, sehr schön. Ah, guck mal, hier hätten wir auch noch was. Da würde es sogar noch viel, viel besser passen, oder? Ja, ich glaube, das machen wir so. Warte mal. Ja. Stimmt das so? Ja. Machen. Upsala, Hütchen müssen wir abnehmen, gell? Ja, jetzt muss ich gleich sehen, der Vormittag ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich wollte heute eigentlich gar nicht filmen. Eigentlich habe ich ja noch einen Film in der Warteschleife, den zweiten Teil der Büchervorstellung. Aber da ich jetzt mit den Hunden nicht rausgekommen bin, und wollte ich mich jetzt gerne so ein bisschen beschäftigen. Und jetzt habe ich da gesessen und wurde immer trauriger und immer trauriger. Und dann habe ich gedacht, nee, also da musst du halt sehen, dass du dich ein bisschen beschäftigst, ein bisschen was machst. Ja, das ist Packpapier, das kriegen wir schon zum Halten hier. Selbstheilung steht hier. Jetzt wollen wir mal von hinten anfangen. Denn sonst haben wir hinter alle Gesichter vorne. Ich glaube, eins habe ich noch, ne? Oder habe ich die schon alle weg? Warte mal.
Ei, der Pöks, habe ich schon alles. Ich habe die Gesichter schon weg. Das ist doof, das ist doof, 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 das ist doof. Ich habe die Gesichter alle schon weg. Okay. Ich glaube, wir nehmen von vornherein hier, weil das ist so krubbelig, nehmen wir hier Adlitterglue. Da kommen wir, glaube ich, besser mit zurecht. Ja, Kino war immer für uns. Also Geburtstage, wir haben, ja, Geschenke in dem Sinne gab es bei uns ja immer nie, weil zum Geburtstag habe ich mir meine Sachen selber ausgesucht. Dann hatte ich das, was ich gerne haben wollte und habe die auch oftmals bestellt. Und mein Mann hat die dann weggelegt und ich kriegte dann zu meinem Geburtstag, holte er die Sachen raus und das war immer schön. Ne? Und dann hatte ich tolle Überraschung und war ganz überrascht. Oh, was habe ich für tolle Sachen bekommen. Ja, so, ne? Und da habe ich Spaß dran gehabt, ne? Und das haben wir auch immer so gemacht. War gut, wie es war. Naja, dann haben wir entweder, ganz früher sind wir ins Kino gegangen, haben uns Urlaub genommen den Tag, haben es uns schön und gemütlich gemacht und haben dann in Gütersloh, war in Gütersloh und dann haben wir da natürlich ein bisschen was gegessen. Also jetzt nicht ins Lokal, dafür waren wir immer zu, erstmal gab es nichts, was wir hätten essen können da. Oh, das passt gar nicht. Petra, Dümmchen, da passt es aber. Habe ich nicht drauf gepasst. Es hätte nicht drauf gepasst, das war doch da. So, das geht. Ich dachte, man könnte es hochmachen. War jetzt hier festgenäht. Habe ich nicht aufgepasst. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwo unterkriegen. Im Gegengewicht dann vorne möglichst. Ja, hier könnten wir es unterbringen. Müssten wir das abreißen? Kriegen wir das hin? Ach ja, das kriegen wir wohl hin. Sag ich so, hoffentlich. Naja, komm, das ist jetzt mal übrig. Das kann ich so abreißen, ne? Ja, und dann haben wir es uns gut gehen lassen. Und dann sind wir anschließend durch die Buchläden geschlumpsert und noch ein bisschen geguckt. Also viel zu gucken hatten wir in Gütersloh persönlich nie. Da war, die schönen Läden waren früher, war so ein schöner Teeladen da mit Edelstein. Dann gab es einen, Entschuldigung, Esoterikladen, da waren wir immer sehr gern drin. Jetzt habe ich mich verschluckt. Jetzt habe ich aber wirklich einen Frosch im Hals. Den gab es aber dann auch lange schon nicht mehr. Und dann haben wir die Bücherläden durchgestöbert. Sowas, ne? Ja. Aber ansonsten Gütersloh einkaufen in dem Sinne, ja, was will man da kaufen? Da war nichts, was wir haben wollten. Ansonsten, ne? Ein paar Büchergeschäfte und dann hatte sich das. Wobei mein Mann seine Bücher eigentlich immer online bestellt hat. Moment. Mein Gott, ich bin am Husten wie so eine Bekloppte. Das muss ja jetzt auch nicht mehr werden. Ich habe nur dieses bunte Papier dahin und dann gebe ich diesen Spruch da so dazwischen. Dann haben wir da schon einiges auf der Seite drauf. Das war schon drauf, ne? Und jetzt gucken wir einfach nur noch, wo wir das so unterbringen können. Farbmäßig. Finde ich sehr schön hier. Ich würde ganz gern. Das sieht ja nicht schlecht aus, ne? Oder? Doch. So einen kleinen Farbklecks daneben. Dann kann man auf der Seite vielleicht. Wartet mal. Das noch so darüber. Einen Moment, mal gucken, ob das geht, wie ich mir das vorstelle gerade. Farbtechnisch geht's. Am Ende sind wir eins. So. Eins habe ich noch. Nee, das habe ich auch noch. Einen Moment. Okay, wir werden wohl noch was finden. Würde ich das hier hinpassen?
Ja, dann würde ich wieder was abschneiden. Würde ich so ungern tun jetzt gerade. Mal gucken. Ja, das muss natürlich so bleiben. Das wäre schön. Zu der Katze. Ja, es sieht gut aus. Machen wir. Genau, das machen wir auch. Haben wir schöne Farben schon wieder untergebracht. Das gefällt mir. Könnt die Zeitung gleich noch mal hochholen und gucken, ob wir Wörter finden, die wir oder Sätze, die wir vielleicht noch mit einfügen wollen. Jetzt haben wir hier noch so ein schönes Stückchen. Ja. Mal gucken, was wir so haben. Ja, muss nicht unbedingt sein, gell? Muss nicht unbedingt sein. Das könnten wir so machen. Ja, komm, lass es uns hinkleben. Und dann müssen wir weitere Sachen suchen, die dazu passen könnten. So. Ich suche noch mal kurz. Okay, da sind wir wieder. Ich habe einiges ausgeschnitten, was ich jetzt gerne noch alles der Reihe nach verwenden möchte. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wo ich es hinlegen soll. Warte mal, ich habe das nämlich schon so häufchenmäßig zusammengestellt. Hier sind schon ganz viele kleine Häufchen. Einen Moment. Wo ist das, was hier hin soll? Also das war eins. Das war ein anderes. Das war das. Ich sag's dann immer, weil man kann es jetzt so schnell sicherlich nicht lesen. Mal eben gucken, ich habe es glaube ich gerade. Hier sollte das erste hin. Ein Neuanfang wagen, heilen. Sollte eigentlich das erste sein, was hier hinkommt. Ich überlegte gerade, ob ich hier Steine hingebe. Oder. Ja. Schneide ich mal kurz ab. Klebe ich jetzt ein. Wir machen uns auch jetzt nicht zu viel Gedanken. Ich habe gerade nur überlegt, wie ich es reinkriege am besten. Ne? So, sonst nichts. Möglichst ungefiltert. Zack, rein. Und dann versuchen, da was, einen Neuanfang wagen, heilen. Und da drüber steht, es war einmal. Ist nicht schlecht, gell? Ist nicht schlecht. So, das haben wir noch in Reserve. Dann haben wir hier so eine ganz große Seite. Ich hatte vorhin eine ganz, ganz große Seite gefunden noch. Hier, die würde ich jetzt gerne benutzen. Und zwar für dieses Bild hier, für dieses hier. Das muss ich reißen. Hoffentlich kriege ich es hin hier. Der reißt sich teilweise wirklich schwierig. Schaberisch, ein schwieriges Kern, gell, ein schwieriges Kern. Okay. Dann können wir es hier abreißen. Ja. So, das klebe ich ein. Ja, dann muss ich gleich wieder den Film fertig machen, dass ich den einstellen kann. Dann kommt der also am Dienstag und der für Dienstag geplante Teil kommt dann einfach ein bisschen später. Wollen wir mal gucken, wie ich es hinkriege alles. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es ja erleben, wie es ist. Ne? Also so ein Gluebook, das ist eine feine Sache. Ich reiße mir jetzt dieses alleine mal aus. So. Okay.
Warte. So, allein, da ist man wirklich allein, gell? Oh, hier quillt der Papierkorb schon über. So, das nächste, was ich gerne einheften würde, wäre jetzt zum Beispiel dieses hier. Dieses und das gehört zusammen. So ist gedacht. So, das ist auch nochmal eine etwas größere Seite. Da müssen wir gucken, ob wir da überhaupt noch was für... Wir können es auch etwas kleiner machen, also das ist nicht das Problem. Wir könnten das jetzt so hier aufkleben. Das ist ganz hübsch. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch brauche dann in dem Fall. In dem Fall lasse ich das jetzt so. Und dann müsste ich aber was anderes nehmen, anderen Kleber nehmen. Das hat keinen Sinn. Ja, das ist ein trauriger Tag. Ich habe noch so einen ganz kleinen, so einen Piccolo entdeckt, alkoholfrei. Der steht ja schon vor meinem Geburtstag. Da habe ich ihn gar nicht mehr rausgeholt. Dann wollte ich ihn Weihnachten trinken, habe ich nicht gemacht. Steht immer noch im Kühlschrank. Langsam ist er ja schon schlecht, ne? Also wenn wir noch lange warten, ist er schlecht, ne? Ja, dann wollte ich ihn Silvester trinken. Da war es aber auch wieder so furchtbar traurig, weil das Silvester ja unser Jahrestag ist und... da hatte ich da auch keine Lust zu. Dann habe ich gedacht, okay, heute Abend dieses Glas, das trinke ich dann. Das trinke ich dann heute Abend. So, Heilung ist ein ständiger Schöpfungsakt, ist echte Kreativität. Hans-Peter Dürr, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, also mir ist der ein Begriff natürlich, klar. Der Satz ist sehr, sehr schön, finde ich. Sehr, sehr schön. Dann habe ich noch drei Sachen, die können wir hoffentlich noch unterbringen. Und dann habe ich hier so ein Herz ausgerissen. Liebe dieses Gefühl, wenn deine Augen strahlen. Dann hätte ich das ganz gerne auf einer kleineren Seite. Dann wollen wir mal schauen, ob wir irgendwo eine kleine Seite noch haben. Da wäre zum Beispiel eine kleine Seite, aber es ist zu klein. Das passt nicht so richtig. Warte mal, wir finden noch einen Platz. Da würde es mir gefallen. Das machen wir so. Und dann suchen wir uns dann später vielleicht noch was anderes. Warte mal, ich habe hier noch so einen Baum. Wie wäre der, wenn wir den mit reintun? Ach ja, das finde ich... jetzt habe ich das schon rollt sich zusammen. Der Papier ist so dünn, ne? Hoffentlich kriege ich es wieder auseinander. Das wäre ja blöd, wenn nicht. Aber ich versuche es. Alles klar, ich versuche es. So, jetzt dies. Upsi-dupsi, hat sich zusammengeknödelt hier. Das kriegen wir noch irgendwie draufgeklebt, hoffe ich jedenfalls. So, hier auch. Ein bisschen nachhelfen. Und das Herz, das kleben wir einfach dazu. Ich wollte es jetzt ausschneiden. Dann habe ich gedacht, egal. Ich reiße es einfach so aus. Ja, das ist das. Und dann hätte ich jetzt noch so Sprüche, die wir vielleicht irgendwo mit draufgeben können, wo wir dann noch weiter gestalten müssen. Ich habe ein tiefes Urvertrauen, dass die Erde mich trägt, dass das Feuer in mir weiterbrennt, dass alles gut werden wird. Den kann man ja nur ganz ans Ende setzen, ne? Heute habe ich nichts zu tun, außer zu lächeln. Passt der da irgendwo? Kriegen wir den nicht drauf? Nein. Hier, da kriegen wir ihn drauf. Er braucht also viel Platz. Er braucht den Platz, den braucht er. Ne? Sonst können wir nicht jetzt hin und her hampeln und dann können wir es nicht lesen oder ich weiß nicht was. Nee, das geht nicht. Da brauchen wir ganz viel Platz für dieses hier. So machen wir das. Und dann können wir uns ja, wenn wir noch was finden, noch dazu kleben. Und dann habe ich noch einen. Wer loslässt, muss nicht mehr festhalten, hat die Hände frei für alles Neue, was kommt. Das können wir auch mehr so zum Ende hingeben, denke ich mal. Vielleicht sogar hier auf die Flo oben drauf. Guck mal. Ach, da kriegen wir noch eine Menge eingeklebert. Also da kann ich mich noch einige Male mit beschäftigen hier mit meinem
ganzen Projekt da. Ist noch lange kein Ende in Sicht. Ich hätte jetzt hier noch so schöne Edelsteine. Haben wir da noch zufällig eine Verwendung irgendwo für? Wollen wir mal schauen, vielleicht findet sich was. Hier zum Beispiel, das stört mich sehr hier unten. Das würde ich jetzt einfach abreißen und einfach dahin kleben. Guck, und dann kann man auf der Seite demnächst irgendwas anderes noch zufügen. Ist das jetzt richtig? Nee, es müsste so rum sein. Ne? Ich sehe es gerade, ich habe es falsch rum. Ja. So, wäre schön, wenn ich jetzt den hier vorne irgendwo unterbringen könnte. Ich versuche es mal. Ja, wir könnten das mal reißen. Habe ich den Lineal noch hier? Ja. Okay, dann reiße ich das mal klein. Und gebe das so hier. Ja, das machen wir. Das ist schön. Dann kann man da demnächst irgendwas anderes dazukleben, je nachdem, was wir so finden. Und kann dann was Neues gestalten damit, gell? Andersrum ist es irgendwie sympathischer. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen. Wir machen es andersherum. So. Ja, ihr seht, ich habe jetzt eigentlich so ziemlich das untergebracht, was ich jetzt im Moment hatte. Das war es eigentlich heute. Ich räume mal eben die Sachen kurz weg. So. Ja, hier sind ganz, ganz viele Abfälle mittlerweile. Das tun wir dann auch mal weg. Ja, es ist schon schön dick geworden, aber es ist noch Platz drin, ne? Ja. Raggedy-Buch. Ich finde es schön, wenn man so durchblättert. Guck mal, ne? Ist das nicht... Einige Seiten sind schon komplett, ne? Andere Seiten haben noch etwas Platz. Hier zum Beispiel haben wir noch Platz. Wir können auch das noch bekleben, wenn wir wollen. Hier finde ich schon ziemlich fertig. Aber vielleicht findet sich noch irgendeine Kleinigkeit. Hier ist noch Platz. Das ist fertig. Das würde ich fast so lassen. Diese Seiten lasse ich, wie sie sind. Da ist auch fertig für meine Vize-Omas. Das finde ich schön hier. Ne? Vize-Omas-Seiten. Und dann das schöne Bild dazu von dem Kalender. Finde ich schön. Auf deinem Altar konzentriert sich alles, dein Vermögen, dein Mut, dein Humor, deine Stärken. Das sind alles so Sprüche, die kann man sich ja mal, muss man nicht, aber kann man sich ja mal mit befassen. Das finde ich auch schön. Hier aber seht ihr, ich hab noch einiges am Platz, ist noch hier. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Gesundheit konzentrieren und auf alles Schöne, dann verändern wir unser Verhalten und unser Körper in diese Richtung. Gottfried Keller. Ja, das ist ein schön, das ist auch, das lassen wir so, wie es ist. Die Flügel auch. Und das wohl auch. Da ist noch Platz. Hier haben wir das schön gemacht mit dem. Also ich finde die Seitengestaltung schön. Hier wird auch, glaube ich, nicht noch groß mit. Da kann natürlich noch was drauf. Ne, hier ist schon was drauf. Hier müssen wir mal gucken. Hier ist viel Platz noch. Alleine. Also das ist wirklich, das symbolisiert alleine. Ne? Seht ihr? Einfach nur die Wiese, die Weite, der Himmel. Ne? Ich habe noch wirklich einiges am Platz hier. Seht ihr. Also wir können da so schnell, sind wir nicht fertig mit dem Projekt. Das ist ein Langzeitprojekt. Immer wenn man gerade mal irgendwie irgendwas machen will und weiß nicht wirklich was, dann ist das eine ideale Sache. Das finde ich sehr schön. Heilung ist ein ständiger Schöpfungsakt, ist echte Kreativität. Hans-Peter Dürr, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Mit dem Herzen sehen, da müssen wir noch was hingeben, ne? Das, die Gesetze des Herzens, das, da könnte dann, da ist das, ne? können wir so lassen, wie wir wollen, je nachdem, was wir noch finden, ne? So, dies ist fertig, denke ich, hier können wir noch was finden, muss aber nicht, das lassen wir natürlich so, wie es ist. Ja, hier ist auch noch viel, viel Platz, guckt mal hier, da haben wir schon angefangen, da können wir jetzt weiter gestalten. Ein Wort oder ein Satz. Ja, finde das sehr, sehr schön hier so jetzt. Es ist ja noch nicht fertig. Man muss ja die Geduld haben, vielleicht auch lange Geduld haben. Das finde ich eine sehr, sehr schöne bis jetzt. Die beiden hier,
am Ende sind wir eins. Also das, und das Liebe, dieses Gefühl, wenn deine Augen strahlen. Also ich finde das sehr, sehr schön zusammenfassend jetzt. Ich glaube ja auch hundertprozentig, ich weiß es, mein Mann, der wird mich abholen, wenn ich irgendwann so weit bin. Ich hoffe, dass er dann da ist. Mit all unseren Tieren und ja, es wird schön werden. Fünfmal schöner als jetzt hier. Eine Portion Wohlgefühl kann jeder gebrauchen. Good luck kann jeder gebrauchen. Du bist das Wunder. Das ist doch ein schöner Satz. Guck mal. Ja, das lasse ich so. Das male ich nicht aus. Den lasse ich so, den Funken. Hier würde ich zum Beispiel ganz gern noch was aufkleben auf die Dauer. Hier wahrscheinlich auch. Aber muss man mal gucken, was sich so ergibt. Hier haben wir auch noch ganz viel Platz. Also ihr seht, es ist noch lange, 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 lange nicht voll, das Buch. Lange, lange. Hier können wir auch was aufkleben, da das Motiv so nicht erkennbar ist. Aber auch ganz viel Platz. Große Stücke können wir noch unterbringen. Und das freue ich mich schon. Hier, das finde ich eine fertige Seite. Vielleicht noch ein Wort, falls wir was finden. Da ist der Anfang gemacht. Ja. Einladung für dein Herz. Da muss ich mir noch mal überlegen, was da hinkommt. Naja, ich habe ein tiefes Urvertrauen, dass die Erde mich trägt, dass das Feuer in mir weiter brennt, dass alles gut werden wird. Kommt am Ende, ne? Ja, das ist so Kindheit, ne? So, ja. Wer loslässt, muss nicht mehr festhalten, hat die Hände frei für alles Neue, was kommt. Heute habe ich nichts zu tun, außer lächeln. Auch schön, oder? Ja, also ich finde mein Raggedy-Buch ein wunderbares Projekt für mich persönlich. Das Machen an sich mit euch zusammen war natürlich sowieso schon mal klasse. Und wie gesagt, der Film, wo ihr eure Sachen zeigt, das ist einmalig. Aber ich finde jetzt für mich das ein ganz tolles Projekt. Es sieht toll aus, es fasst sich schön an. Ich kann es so in der Hand nehmen und immer dran arbeiten, wenn ich so eine Zeitung mal durchforstet habe oder mir fällt irgendwas anderes in die Hände oder ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, bin sehr antriebslos, sagen wir mal, oder ideenlos, dann kann man hiermit anfangen und dann ist schon mal wieder eine Hürde genommen, denke ich. Ne? So mache ich das, so sehe ich das zumindest. So, ihr Lieben, das war es wirklich jetzt. Ich mache mich jetzt langsam daran vorzubereiten, essenmäßig. Heute Mittag weiß ich noch nicht. Und dann habe ich heute Nachmittag meinen Zahnarzttermin. Na ja, da wird wohl wieder einiges nachkommen mit. Ach, egal. Brauchen wir jetzt noch nicht von sprechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart bis zum Ende. Ich danke euch dafür. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr habt vielleicht einige Ideen mitnehmen können oder Anregungen. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute. Auf Wiedersehen.